So, jetzt sind wir am Start. Es geht heute um das Thema Netzwerksicherheit für Schweizer KMU. Ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich hier zuhören und das Webinar verfolgen. Wir sind heute zu dritt. Ich freue mich extrem, dass wir einen externen Gast haben. Das ist der Andreas Wiesler. Er ist Inhaber von der Go Security und ein ausgewiesener Experte im Thema IT Security. Wir werden im dritten Teil auf seine Erfahrungen zurückkommen, die er mit unserem Network Authentication System gemacht hat und freuen uns sehr auf seine Ausführungen. Den mittleren Teil wird der Tobias Ebbi bestreiten. Er ist unser Lead Engineer im Network Access Control bei uns und er hat natürlich auch eine ausgewiesene Expertise zu diesem Thema. Mein Name ist Sascha Joos. Ich bin zuständig für den Bereich im Sales für Security im Raum. So, noch kurz organisatorisch. Wir werden das Webinar aufzeichnen und Ihnen diese Aufzeichnungen in circa einer Woche zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, über den Chat hier in diesem Webinar-Organisationstool Fragen zu stellen. Sie können diese aber auch über unsere E-Mail-Adresse über online@u-s-p.ch stellen. Wir werden diese dann innerhalb der nächsten paar Tage auch alle beantworten. Bitte machen Sie davon Gebrauch. Ich glaube, das Thema lebt natürlich auch immer von einer Diskussion. Gut, steigen wir ins Thema ein. Die Agenda, wie ich schon gesagt habe, kurze Einführung. Danach der Teil von Tobias Ebbi, wo er uns ein bisschen produktspezifischer diese Thematik näher bringt. Und ganz zum Schluss haben wir eben noch diesen Austausch mit dem Andreas Wiesler, der uns von seinen Erfahrungen berichten kann. Network Access Control, warum braucht es das? Ich glaube, mittlerweile wissen wir alle, dass die Anzahl von zu überwachenden Geräten in unseren Netzwerken stetig zunimmt. Das heißt, die Kontrolle und das Monitoring über unser Netzwerk wird logischerweise immer schwieriger und die Gefahr, die damit einhergeht, dass irgendwelche Hacker, die auf der anderen Seite unserer Linie stehen, uns penetrieren beziehungsweise auch hier einen Angriff fahren, wird immer größer. Wir haben auch die Problematik, dass diese Hackerangriffe einen immer größeren Impact auf unsere Fähigkeiten haben, um Unternehmen weiter zu betreiben. Wir haben gesehen, dass viele Schweizer KMU-Unternehmen mittlerweile betroffen sind und über Wochen, manchmal sogar über Monate nicht in der Lage sind, die ursprüngliche Situation ihrer IT herzustellen, um wieder voll handlungsfähig zu sein gegenüber ihren Lieferanten. Es gibt ja auch Berichte von Unternehmen in der Schweiz, die tatsächlich zweistellige Millionenbeträge dadurch verloren haben. Ich glaube, die Gefahr insgesamt sollte uns durchaus klar sein, dass es hier einen gewissen Handlungsbedarf gibt. Vielleicht gepaart noch einmal mit der Tatsache, dass die Herausforderung immer größer wird durch die Anzahl der Geräte bei uns im Netz. Ich glaube, das führt dazu, dass auch dieses Webinar hier so ein großes Interesse hervorgerufen hat und dass Sie alle heute hier teilnehmen. Und was wir in den letzten paar Monaten auch an Erfahrungen sammeln durften, ist es wirklich so, dass die Unternehmen aufgrund des Vertrauens, was sie heute auf ihre Netzwerksituation haben oder auf die Überwachung in ihrem Netzwerk haben, dass dieses Vertrauen auch zu einer gewissen Handlungsunfähigkeit führt. Das heißt, das Thema präsent zu halten, weiterzuentwickeln und die Komplexität, die damit verbunden ist, auch weiter aufzunehmen, ist eine Herausforderung, die wir heute mit den Prozessen und kombiniert mit dem entsprechenden Produkt sauber aufnehmen müssen. Und dazu, wie gesagt, haben wir unseren Lead Engineer, den Tobias Ebbi, heute am Start. Und ich möchte Sie auch nicht weiter langweilen mit irgendwelchen allgemeinen Geschichten. Tobias, bitte übernimm du hier und führe uns weiter durch die Herausforderung beziehungsweise durch das Produkt, wie wir dieses Thema angehen. Danke, Sascha. Ich werde im Folgenden aufzeigen,
was die Herausforderungen für die Einführung vom NAC im KMU-Bereich so sind und wie die Herangehensweise von uns dabei ist und insbesondere auch, warum sich unser Produkt, das USP Network Authentication System, hier sehr gut eignet, um ein Projekt sehr effizient und schnell durchführen zu können. Als erstes würde ich kurz noch ein bisschen den Kontext illustrieren. Wir haben im Network Access haben wir einerseits verschiedene Benutzer, die auf das Netzwerk zugreifen können oder wollen. Und wir haben verschiedene Dienste, die im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es ganz unterschiedliche Geräte, mit denen man zugreifen kann. Und letztlich gibt es auch Interfaces, über die man auf das Netzwerk zugreift. Wir sehen ganz links hier Firewalls, dieses Thema, das ist bereits heute sehr sauber implementiert. Ebenfalls der Bereich WLAN Access, der ist auch meist sehr gut umgesetzt. Was oft noch ein zum Teil offenes Thema ist, aber immer stärker auch dort Fokus gelegt wird, das sind die drahtgebundene Zugriff über Switchports. Und wir wollen uns vor allem hier auf diesen Bereich etwas fokussieren. Gut. Zuallererst einmal eine Architekturübersicht. Es gibt unterdessen eine relativ standardisierte NAC-Architektur. Aus unserer Erfahrung gibt es vor allem zwei entscheidende Themenfelder. Wir haben hier rechts das Netzwerk und mit den Endgeräten und ein NAC-System, was wir hier in der Mitte sehen, das kommuniziert über SNMP oder eben für die Authentisierung über das Radius-Protokoll mit den Netzwerkgeräten. Dann haben wir unten, sehen wir den Inventarisierungsteil. Dort wird das Inventar verwaltet, unter anderem über ganz klassische Inventarsysteme oder dann über Radius-Server, die die Zertifikatentitäten oder erweiterte Authentisierungsentitäten verwalten. Und dann links ist der Output, den ein NAC-System liefert. Und diese Architektur ist unterdessen relativ standardisiert und da gleichen sich die unterschiedlichen NAC-Lösungen ziemlich stark. Es gibt aber zwei entscheidende Themenfelder, die wir besonders adressieren. Und das ist einerseits die ganzen Schnittstellen, Integration in Systeme, die ganz wichtig ist, um ein Projekt möglichst effizient durchzuführen. Und das zweite Themenfeld, das sind die Endgeräte, das Endgeräteinventar. Gut, aus unserer Erfahrung haben wir gelernt, ein NAC ist einzuführen, da geht es eigentlich nicht darum, irgendeine Summe von Features mal zu aktivieren und dann ist es erledigt, sondern es ist typischerweise vielmehr ein Prozess zur Erhöhung der Sicherheit im Netzwerk. Unsere Erfahrung hat auch gezeigt, dass die Schwierigkeiten oft nicht in den technischen Möglichkeiten liegen, sondern im erforderlichen Know-how, insbesondere auch den Aufwand abzuschätzen und damit eine Planbarkeit und ein sinnvolles Vorgehen zu erzielen. Dort liegen die Schwierigkeiten. Um genau diesen Problemen entgegenzuwirken, haben wir unseren Fokus nicht nur auf ein effizientes System gelegt, sondern vor allem auf softwareunterstützte Prozesse und möglichst flexible und effiziente Integrationsmöglichkeiten. Ebenfalls liegt ein weiterer Fokus darauf, Experten-Know-how und Best Practices anzubieten, damit eine Planbarkeit und gute Kalkulation ermöglicht wird. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere dieses erweiterte Angebot bei vielen kleineren und mittleren Umgebungen sehr geschätzt wird, wo es nicht möglich ist, das erforderliche Experten-Know-how intern aufzubauen. Und eine Planbarkeit von Aufwand und Kosten ein absolut zwingendes Kriterium ist. Gut, ich versuche noch kurz den klassischen Ansatz zuerst zu illustrieren.
Man hat auf der einen Seite eine große graue Masse, das Netzwerk mit allen Endgeräten und mit allen Teilnehmern. Und das hat meist ein mehr oder weniger großes Fragezeichen. Wer ist jetzt ganz genau in meinem Netzwerk? Warum? Was soll er für Zugriff haben? Was sind das alles für Geräte? Auf der anderen Seite besteht der Bedarf der Absicherung vom Netzwerk. Und dazwischen liegt ein roter Block mit viel und schwierig abschätzbarem Aufwand, vor allem im Bereich der Inventarisierung. Das grüne Ziel erreicht man erst, wenn der rote Block, die Inventarisierung, komplett abgearbeitet ist. Und ja, in etwa so sieht der klassische Ansatz aus. Wir haben aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen eine Herangehensweise entwickelt, welche den Weg vereinfacht, Planbarkeit liefert und das Ganze wesentlich effizienter macht. Wir beginnen mit der Transparenz. Unser System ermöglicht es, aus dem grauen Fragezeichen grüne Transparenz zu erzielen und dies mit absolut überschaubarem und planbarem Aufwand. Mit einer Basiskonfiguration erhält man eine vollständige Sicht auf die, also Echtzeitsicht auf die Geräte am Netz und ebenfalls eine historisierte Sicht. Man hat also bereits ein Resultat, das einen hohen Nutzen liefern kann. Ich illustriere das gleich an zwei Screenshots. Man hat einerseits die Sicht auf der Zeitachse mit den Anschlussevents, wo man sieht, welche Geräte sich wann angeschlossen haben. Dann gibt es aber auch ganz andere Perspektiven, zum Beispiel vom Netzwerkgerät aus, vom Switch aus, wo man sieht, was sind dort für Geräte angeschlossen. Und man könnte dann noch weiter in Details gehen, wo man ganz genaue Details der Endgeräte sieht. Das ist der erste Teil. Dann nach der Netztransparenz kommen wir zur eigentlichen Schlüsselfunktion, dem Onboarding-Prozess der Endgeräte. Dieser ist sowohl entscheidend bei der Implementation wie auch im Betrieb. Dank der neuen Bulk-Onboarding-Funktion, welche ab dem nächsten Release verfügbar ist, wird es möglich, eine Inventarisierung auch bei größeren Umgebungen mit minimalem Aufwand umzusetzen. Und das wird dann ungefähr so aussehen. Man kann sehr effizient die Endgeräte filtern, direkt eine Policy zuweisen und mit einem Klick das ganze Onboarding machen. Bisher war das auch möglich, aber dann mit Zwischenschritten neu kann man dies ganz einfach über das GUI direkt. Gut, wir sind eigentlich bereits damit am Punkt angelangt, mit diesen beiden Basisfunktionen, wo man die Sicherheit einführen kann, sehr effizient und sehr schnell. Es gibt aber, wir haben noch weitere Best Practices, die optional zur Verfügung stehen, welche je nach Umgebung, je nach Anforderungen noch weitere Vereinfachungen mit sich bringen können. Das ist einerseits als heutige Best Practice die Einführung der Radius-Authentisierung und diese ermöglicht dann, also wenn die Radius-Authentisierung auf den Switchen aktiviert wird ermöglicht, dass auch über EAP-Identitäten die Geräte authentisiert werden können, das heißt in der Regel über Maschinenzertifikate. USP verfügt über das entsprechende Know-how, um diese EAP-Identitäten sehr effizient auszurollen. Als weitere Option bietet das System die Möglichkeit, aus Umsystemen weitere Endgeräteinformationen einzufügen. Dies können ganz beliebige Inventarsysteme sein, unter anderem auch Informationen vom Active Directory, aus DNS-Servern, DHCP-Informationen, Vendor-Codes und auch Compliance-Informationen, wo hier bezogen werden können.
Auch hier haben wir sehr effiziente Mechanismen eingeführt, welche erlauben, mit erweiterbaren Script-Templates ganz verschiedene Umsysteme, Inventarsysteme sehr schnell und effizient und flexibel anzubinden. Das Resultat ist dann, dass wir zu den Endgeräten ganz viele Informationen zur Verfügung stellen können. Auch diese Informationen können beim Bulk-Import oder beim ganz regulären Onboarding-Prozess im Betrieb beigezogen werden und helfen, Geräte sehr schnell zu identifizieren und zu klassifizieren. Gut, letztlich ist noch der Schritt mit Automatisierung und Compliance. Hier haben wir sehr flexible Möglichkeiten, Compliance und auch Automatisierungen einzufügen. Das ist die Übersicht, die Kriterien und die Enforcement-Varianten. Und das hier hat man einen Blick auf das GUI, wie auf einer Seite sehr effizient die ganze Policy konfiguriert werden kann. Gut. Aus diesen Möglichkeiten machen wir dann, das Vorgehen ist, wir erstellen eine individuelle Roadmap, wo je nach Umgebung genau die notwendigen und sinnvollen Möglichkeiten dann auch angewendet und möglichst effizient umgesetzt werden. Wie differenzieren wir uns letztlich? Wir bieten nicht nur eine standardisierte Netzwerkauthentisierung, wir bieten auch ein hocheffiziente Prozessunterstützung für Rollout und Betrieb. Das hilft, die Rollout- und Betriebskosten zu optimieren. Wir bieten nebst einem Authentisierungssystem vor allem Projekt-Know-how und Best Practices. Das hilft, die Projektdurchlaufzeit zu optimieren. Und letztlich bieten wir eine einfache und effiziente Bedienung. Damit können auch wieder die Betriebskosten reduziert werden, da ein Eigenbetrieb möglich ist, auch in einem KMU-Umfeld. Und ja, warum NAC mit USP? Wir sind ein Hersteller mit langjähriger Projekt- und Integrations-Know-how, einfaches und hocheffizientes Tooling. Wir kennen die Herausforderungen und die Lösungen und mit USP Network Authentication System gibt es keinen Vendor-Lock-in. Wir können damit allen gängigen Netzwerkinfrastrukturherstellern zusammenarbeiten. Hier ein Blick, ein Auszug aus unseren Referenzen. Das soll eigentlich vor allem illustrieren, wir können Umgebungen unterstützen, von ganz klein bis ganz groß. Es sind hier Umgebungen dabei mit 2 Switchen und die ganz großen mit eher 9000 Switchen. Das illustriert eigentlich, dass wir da in ganz unterschiedlichen Umgebungen sehr gut implementiert werden können. Ich gebe wieder zurück an Sascha damit. Vielen Dank. Tobias, vielen Dank für die Ausführungen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir solche Profis an unserer Seite haben, die genau für solche Themen ausgebildet sind und das Know-how haben, sie auch am Ende vom Tag zu begleiten. Um den Nachweis dafür natürlich auch anzutreten, bieten wir hierzu einen 30-Tage-Test an. Den können Sie sich ganz normal runterladen, beziehungsweise Sie kriegen für einen Download kriegen Sie die Berechtigung unter www.u-s-p.ch/neck-testlizenz. Dort einfach Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und wir schicken Ihnen entsprechend den Download für ein Image zu. Der Tobias wird mit seinem Team Ihnen dann zur Seite stehen, um das bei Ihnen im System zu integrieren oder im Netz zu integrieren, sodass Sie sich schon mal den ersten Überblick verschaffen können. Und zusammen mit Tobias dann und seinem Team eine Idee zu entwickeln, wie das bei Ihnen dann im Netz weitergehen kann. Gut, kommen wir zum letzten und wahrscheinlich für Sie auch sehr, sehr interessanten Teil. Nochmal ein herzliches Dankeschön und herzliches Willkommen an Andreas Wiesler. Er ist der Geschäftsführer von der Firma Go
Security. GoSecurity kümmert sich im Kern um Security Audits, um herstellerunabhängige Pentests auf Infrastrukturen. Die Firma GoSecurity weiß genau, wovon sie redet in dem Bereich. Andreas Wiesler ist seit über 20 Jahren ausgewiesener Experte in diesem Segment und führt unter anderem auch einen interessanten Podcast, der Angriffslustig heißt. Angriffslustig finde ich schon mal extrem witzig für diesen Podcast. Gratuliere zu diesem Titel. Sehr, sehr interessant. Wiesler, nochmal herzlich willkommen. Was hat Sie zu USP geführt? Woher kennen Sie die USP? Das liegt schon sehr, sehr lange zurück. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist. Gute Firmen finden sich irgendwann. Ich weiß nicht mehr, was irgendeine eine Messe, bin ich auf dieses Produkt gestoßen. Ich habe mich schon früher mit NAC-Lösungen auseinandergesetzt. Und irgendwann kam eben dieser Begriff USP und seither kennen wir einander. Sehr, sehr schön. Irgendwann, wenn man uns kennenlernt, irgendwann findet man ja auch mal den Bedarf raus, das heißt, den wir vielleicht auch mit unserem Produkt decken können. Was war die Problematik bei euch im Haus, wo Sie gesagt haben, okay, das muss ich mir genauer anschauen? Wir selber, wir verkaufen weder Hardware noch Software, sondern wir sind, wie es in der Einleitung hieß, unabhängig. Es war vor, ja, jetzt 5 Jahren, 6 Jahren, hat mich ein Kunde angesprochen, du, ich möchte Nachfolger von der BILAG werden, ich brauche noch einen CISO. Und ich habe ihn dann ausgelacht. Ja, das kriegst du eh nicht, das ist politisch so heikel. Ja, und irgendwann kam es dann, dass die BILAG die Ausschreibung nicht mehr gewonnen hat, sondern die Firma Serafe. Und ich habe dann mein Wort gehalten und wurde CISO bei der Serafe. Damit war ich die unbeliebteste Person im unbeliebtesten Unternehmen in der Schweiz. Und der Vorteil war natürlich, wir konnten hier auf der grünen Wiese starten. Und wie es halt ist, so bundesnahe Betriebe, es gibt sehr viele Kontrollen. Das BAKOM, Bundesamt für Kommunikation, kam regelmäßig vorbei, Wirtschaftsprüfer kamen vorbei und so weiter. Und man kennt dann klassisch, wo kann ich meinen Laptop einstecken? Weil der Inhaber, der Serafe, der ist gegen Wireless. Also es gibt kein Wireless, kein Gäste-Wireless, das ist Tabu in diesem Haus. Und ja, in den Sitzungszimmern waren halt Steckdosen, Ethernet-Dosen und dementsprechend ist der Griff dort ziemlich schnell. Und das war mir schon von Beginn weg überhaupt nicht genehm, dass die einfach einstecken und dann auch in einem LAN-Netzwerk sind, wo sie nicht hingehören. Und das war dann der Auslöser, auf die Suche zu gehen nach einer NAC-Lösung. Okay, das ist natürlich die Herausforderung. Ich glaube, ich kenne auch viele Unternehmen mittlerweile, vor allem auch Industriebetriebe, die produzierende Institute oder beziehungsweise Institutionen unterhalten, wo sehr, sehr viele Netzwerkdosen auch in öffentlich, fast öffentlich zugänglichen Bereichen sind. Hervorragend, ja. Wie hat dann die Evaluation stattgefunden? Das heißt, was war so der Evaluationsprozess? Ja, die Idee war, nimmt man so einen klassischen Vertreter wie Cisco, wo alle kennen, oder macht man es direkt mit den Windows-Hausmitteln, da wäre sie eigentlich kostenlos dabei. Es braucht aber entsprechend viel Know-how und Pflegeaufwand, wenn man zum Beispiel das mit Windows-Mitteln macht. Und da war im Hinterkopf natürlich wieder USP und dann haben wir das Produkt mit reingenommen, auch von diesen 30 Tagen genutzt. Und es hat sich dann gezeigt, dass es wirklich nicht nur Werbesprüche sind, wie wir vorhin gehört haben, sondern es war wirklich so einfach umzusetzen. Okay, das heißt, eines sicherlich der zuschlaggebenden Punkte war die einfache Umsetzung. Gibt es sonst noch Punkte, die für eine USP dann gesprochen haben oder war es tatsächlich dann eine Challenge auch zu sagen, ich entscheide mich für eine USP? Ja, für uns war es wichtig, nicht eine Hardware reinzustellen, weil eh schon alles in einem externen Rechenzentrum ist, wollte man nicht noch irgendeine Büchse rumstehen. Auch die Infrastruktur vor Ort war extrem gering. Und man hat sich dann für eine virtuelle Appliance entschieden. Und es war schon spannend in diesen 30 Tagen Testen.
ich weiß nicht, wie es anderen gibt, die jetzt mit dabei sind. Handbuch lesen gehört nicht oft zu den Dingen, die man zuerst macht, sondern man steckt das Ding mal ein und schaut, bringe ich es auch ohne Handbuch hin. Mhm. Und wenn man doch mal irgendwo angestanden ist, hatte man die Wahl, entweder selber suchen, wo es dann irgendwo beschrieben ist, oder man schreibt der USP schnell eine Mail. Wenn ich es nicht sofort gefunden habe, habe ich eine Mail geschickt und es kam in der kürzesten Zeit eine Antwort. Und so konnten wir extrem schnell wirklich das ganze Inventar aufnehmen. Man hat einen Screenshot gesehen von diesen MAC-Adressen, wo man die Geräte mal sieht. Die Herausforderung war eher, wie bringe ich es meinem Switch bei, dass er dann optimal damit kommuniziert. Und eher weniger die Lösung, sondern alles rundherum. Auch so Dinge wie, wie sage ich es meinem Drucker? Muss ich jetzt da wirklich eine Ausnahme machen? Oder heute gibt es ja genügend Drucker, die das auch können, wo man Zertifikate drauf tun kann. Aber das war dort dazu mal noch nicht so der Fall. Und dann gibt es immer wieder diese Ausnahmen. Und auch da haben wir dann optimale Lösungen gefunden. Okay, sehr schön. Das heißt, nicht nur die Einfachheit, den Betriebnamen und das Gefühl für die Usability, also auch die Unterstützung durch USP scheint da doch einen sehr, sehr großen Ausschlag gegeben haben. Ja, gut, wichtig war auch, dass das ist keine CISO-Tätigkeit. Die CISO administriert keine solche Lösung. Das Ziel war, das möglichst schnell abzugeben. Und bei der Serafe gab es eine IT-Assistant. Eine Person, die sich ja auf das Aufsetzen von Rechnern, Berechtigungen geben und so weiter auseinandersetzt. Also eine Person ohne IT, dedizierte IT-Fachausbildung, nicht in der Tiefe. Und diese Person hat dann den Auftrag bekommen, wenn neue Geräte dazukommen, die MAC-Adresse, das Zertifikat zu verwalten. Und das war mit ein Ausschlag, dass das wirklich auch jemand kann ohne IT, tiefes IT-Wissen. Sehr schön. Das zählt definitiv wieder zur Einfachheit. Super Argumente. Wenn Sie jetzt im Moment die Situation bei der Serafe anschauen, der Betrieb, wie komplex ist das Thema, weiter zu betreiben, weiter zu verfolgen, vielleicht auch noch ein bisschen zu verbessern? Im Moment steht da keine Herausforderung an, weil wenn es mal läuft, läuft es. Das ist ja das Schöne. Ich freue mich auf das Update, das vorhin erwähnt wurde. Das vereinfacht dann schon noch zwei, drei Dinge. Ja, dass man nicht große Listen pflegen muss. Ja, und das ist sicher eine große Erleichterung dann auch für die Unternehmen. Okay, sehr schön. Wenn Sie das ganze Projekt ein bisschen ganzheitlicher nochmal anschauen, gibt es Herausforderungen, die noch offen bleiben, beziehungsweise die noch nicht gelöst sind? Halt das Klassische, wo finde ich was? Wenn ich halt nur alle zwei Monate vielleicht mich einloggen muss oder irgendetwas konfigurieren muss, bis ich wieder am richtigen Ort bin. Das wäre sicher auch was, wo man sich mal überlegen kann, ein bisschen einfacher zu machen. Aber wenn man seine Screenshots auf der Seite hat und wieder weiß, ah ja, genau, da muss ich klicken, dann ist es wirklich ein Kinderspiel. Okay. Das heißt, wenn wir so nach vorne irgendwelche Wunschszenarien hätten, welche Features, wäre das dann vielleicht ein Dashboard, was ist ein konfigurierbares Dashboard oder was wären so die Wünsche, die Sie noch hätten ans Produkt? Ja, am ehesten ein neues Gerät in zwei Klicken hinzugefügt. Das wäre so das Ideale. Einloggen, zweimal klicken und es ist drin. Dass man wie auf der Startseite alles schon sieht. Man hat Auswertungen vorhin im Screenshot gesehen. Das war für uns zweitrangig. Wir müssen die Geräte nicht dort drin sehen. Für ein großes Unternehmen macht das vielleicht Sinn zu schauen, was herum ist. Bei einer Serafe mit etwa 35 Clients sind die Details nicht wichtig. Da ist denen, ich muss schnell am richtigen Ort sein. Ja, okay, verstehe. Wenn Sie den ganzen Prozess, den Sie mit uns gegangen sind, so von Anfang bis hierher nochmal Revue passieren lassen, was wäre ein Tipp für Interessenten, die vielleicht auch jetzt gerade zuhören? Es war von Beginn weg unkompliziert. Ich glaube, ich würde es gleich identisch nochmals durchführen. Vielleicht würde ich früher mal noch ein Handbuch hervornehmen,
und mich damit auseinandersetzen. Aber mit den White Papers, wo das Wichtigste schon drinsteht, kriegt man das sehr effizient hin. Das Netzwerk war sehr einfach, mit etwa 6-7 verschiedenen Netzwerkzonen. Wenn man noch kleiner ist, ein Beispiel, ein KMU, das vielleicht nur eine DMZ hat, ein LAN, vielleicht noch ein Wireless und jetzt sagt, ich brauche noch ein Gästenetz. Das hat man in der kürzesten Zeit umgesetzt. Also hier, ich bekomme ja kein Geld jetzt von Ihnen, dass ich da Werbung mache. Es ist wirklich so, wie man sich's vorstellt. Ich pack's aus, ich installiere das Ding, konfiguriere es, es läuft und ich muss nichts mehr machen. Das war der Ausschlag eigentlich für diese Zusammenarbeit. Okay, vielen Dank. Das ist natürlich nicht so toll für uns. Wenn es komplexer wäre, hätten wir mehr Arbeit mit Ihnen, könnten wir wahrscheinlich auch höhere Rechnungen schreiben. Aber der Ansatz gefällt uns natürlich viel, viel besser, weil der adressiert natürlich auch das typische KMU-Segment, was wir hier in diesem Webinar ja auch beschreiben. Super. Vielen Dank mal für die... Eher noch... KMUs setzen sich in der Regel gar nicht mit diesem Punkt auseinander, sondern die lassen es zu, dass man im Sitzungszimmer ein Kabel einstecken kann, weil sie Angst vor dieser Komplexität haben. Und in meinen Audits sehe ich dann wirklich schlimme Sachen. Wenn man dann mal sieht, wie schnell ein Hacker Credentials stehlen kann, ohne großer Hacker zu sein, ein bisschen YouTube-Videos anschauen. Und wenn man dann weiß, eigentlich der Berater, der jetzt in meinem Sitzungszimmer sitzt, könnte den Admin-Account nehmen. Wenn sich viel mehr KMUs dem bewusst wären, dann würdet ihr überrannt werden mit dem Verkauf von NAC-Lösungen. Also bessere Werbung gibt es nicht. Also nochmals herzlichen Dank, Herr Winsler, für diese Ausführungen. Lässt sich auch wenig hinzufügen. Ich finde, das ist fast schon ein tolles Schlusswort. Trotzdem möchte ich vielleicht nochmal schnell hinweisen auf unsere Download-Seite, das heißt, wo man die Testlizenz runter kann, www.u-s-p.ca/NAC-Testlizenz. Und möchte natürlich nochmal hinweisen auf das Thema Angriffslustig. Ich finde es immer noch hervorragend, super gewählten Titel. Nehmen Sie mal teil, konsumieren Sie mal die Podcast, sehr, sehr interessante Themen drauf. So, das war's von uns. Wir haben nur leicht überzogen. Nochmal danke an Andreas Wiesler, Tobias Ewi, danke für deine Ausführungen zum Gerät. Vielen Dank an Sie, an Zuhörer, dass Sie alle zugehört haben, dass Sie vielleicht auch bald mit uns Kontakt aufnehmen. Gute Zeit, schönes Wochenende, wenn es soweit ist, und bleiben Sie sicher. Vielen Dank, auf Wiedersehen.